Servus, Lion, weiter geht's. Ja, ja, es geht weiter. Timer starten und es geht weiter. Endlich darf ich wieder spielen. Endlich. Ja, keine Ahnung, was das schon wieder soll. Und da unten dieser Überwachungsstart schon wieder. Passt ja eh gerade, weil ich habe heute vor der Aufnahme Psychopath angeschaut und fertig geschaut, die erste Staffel. Naja, ist auch egal. Wir sind hier in Malvenfroh. Alles ist so froh und deswegen geht's weiter. Naja, ich habe heute vor, einfach mal das alles noch zu erkunden, Malvenfroh. Ich habe mir da oben doch etwas umgesehen, tut. Da ist ein Schwalbini, seht ihr das Schwalbini? Und das kann ich euch auch zeigen, weil ich habe ja letztens gesagt, ich hole mir das ein oder andere. Naja, ich habe gesagt, ein Teammitglied, aber es wurden zwei. Weil eigentlich habe ich mir gedacht, Roselia hole ich mir. Na, was habe ich gedacht? Das wollte ich mir halt holen. Aber ihr seht auch Lucian, ein Merwell. Merwell ist einfach mein Lieblingswasser-Pokémon. Das muss natürlich auch rein. Das wird schwierig dann mit dem Wasser-Pokémon, weil ich habe mir eigentlich als festes Teammitglied ein anderes vorgestellt. Aber mal schauen. Mal schauen. Das wird die Qual der Wahl werden. Aber sehen wir uns mal unsere Teammitglieder an, unsere neuen. Wiki, unser Ricardo, unser Captain ist auch endlich da. Ich habe eigentlich gehofft auf ein weibliches, wegen Rosi. Das würde passen, oder Celia. Naja, ist auch egal. Jetzt hau nicht mit deinem Breitestadt ran. Ja, da sehe ich, innere Kraft ist auch zu gebrauchen. Klugheit, ich glaube, ich habe mit... Habe ich mit Ricardo Klugheitswettbewerb, habe ich, glaube ich, gewonnen einmal. Offscreen. Naja, es ist froh und sehr neugierig. Froh, neugierig. Kann man sagen. Und Lucian. Mann, ich liebe erstens Lucian und zweitens... Ah, Merwell, sieht euch das an, wie niedlich das ist. Ist forsch und ist beharrlich, beharrlich und forsch. Und was kannst du alles? Blubstrahl und das alles da. Und Kraftkoloss. Mir wäre es eigentlich auch nicht... es wäre nicht schlimm, wenn es anders gekommen ist. Wäre mit den Dings. Was kannst du alles anderes? Ich weiß es nicht. Kraftkoloss und noch irgendwas. Und, Mann, ich hau da dauernd drauf. Das Pikachu, das Cosplay-Pikachu habe ich endlich mal drinnen. Das kann man ja umkleiden lassen und da seht ihr. Irgendwie passt das eher zu so einem Pikachu, das hinterhältig ist. Finde ich halt. Unser Amy tut so auf süß, ohne irgendein Kostüm an und dann schlüpft es in sein Wrestling-Kostüm und greift alle an. Naja, Flying Quest kann es erlernen, wenn wir dieses Cosplay-Pikachu haben, dann ja. Naja. Genug gequasselt. Ich quassel am Anfang immer so viel. Aber das ist ja Zeit. Diese Zeit. Ach ja, und unser... haben wir das im Team jetzt? Nee. Aber ich werde es wahrscheinlich irgendwie einfügen. Unser... Silvia. Silvia hat sich entwickelt zu einem Mundtier. Das faule Pummels ist zu einem Mundtier geworden. Was sagst du dazu, alter Mann? Schaltest du regelmäßig dein Videonavi an? Die Sendungen, die dort laufen, die beobachten dich Tag und Nacht, ja. Ja, aber das ist wirklich komisch. Eigentlich kann ich darüber reden. Ja, ist das gerecht? Die Frage nach der Gerechtigkeit. Naja, was ist hier eigentlich? Das schaut eher so aus wie so ein Klassenzimmer, so ein Mini-Klassenzimmer. Aber das ist wahrscheinlich kein Klassenzimmer. Seht ihr das? Das ist schwarz, Abgrund. So schaut Malvenfroh aus, ja? Hier alles so fröhlich und da Abgrund. Naja, mal schauen. Oh, was bist du für einer? Hallo? Yo, Homie! Willkommen im Attacken-Dojo. Okay, hey, hast du vielleicht ein lässiges Pokémon dabei? Was? Ach so, ja. Och nee, chillige Entwicklung von einem. Ah, das wäre echt fest. Will so wissen, warum. Wenn du. Ja, okay, dann. Ja, ja. Was? Kombi-Attacke? Naja, bist du dabei? Ja. Aber ich habe ja. Ja, ja. Was? Dissen? Hat der gerade irgendwas mit Dissen gesagt? Keine Ahnung. Okay, auch interessant zu wissen.
wissen dessen, was steht hier? Und was ist das? Irgendwie Fotos? Die fotografieren einen oder was? Willkommen in der Attackentanzschule Ultimo und tanz dich stark. Was soll das? Wir bringen deinem Pokémon anhand von leicht verständlichen Tänzen die ultimative Attacke bei. Okay, so leidest du. Ja. Okay, was? Du hast leider kein Pokémon, das sie. Warum denn? Was heißt denn das? Bei uns kann nicht jedes Pokémon Tanzunterricht nehmen. Warum denn? Dann seid ihr schlecht. Wenn ihr das nicht jedem beibringen könnt, dann seid ihr schlecht. Ja? Ich sag's nur. Ja. Das ist nicht optimal. Auch für Lehrer. Nur die, die sich leicht tun, zu tanzen oder zu lernen, das ist ja einfach, denen was beizubringen. Aber die anderen, das ist die wahre Herausforderung. Das sag ich dir. Ja? Und wer sagst du? Ohren gespitzt. Okay. Loderndes Feuer. Okay, dann sag dir halt so was, dass die das erlernen können. Okay, okay. Was sagst du dazu, alte Oma? Ich bin die zweitälteste der vier Kompassschwestern. Östlich von hier liegt irgendwas. Oder ein Pokémon. Okay, Kompassschwestern. Steht das nicht da oben, dass da, oder? Nee, ja, Malvenfrot, bla. Radlers, Radler, Radeln. Das können wir eigentlich da. Radeln! Yay! Ach, ich liebe die Musik. Ich liebe diese Musik. Okay, hier geht's weiter, aber da möchten wir nicht hin. Wir möchten Malvenfrot erkunden. Yay! Was ist das? Ist das ein Pokécenter? Nee. Warum zwei Pokécenter? Ich möchte lesen. Umkehrkampfservice für alle, die ihren Kampfalltag auf den Kopf stellen wollen. Sind das so Restaurants? Also so wie in X und Y? Mal reinschauen. Mit dem Fahrradreifen. Okay, dann nicht. Was hast du? Du bist ein Erwachsener mit einem Hut. Ja. Was sagst du eigentlich? Die Umkehrmaschine ist die Erfindung des Jahrhunderts. Sie kehrt die Wechselwirkungen zwischen. Ach so, ist das dieser eine Typ da aus X und Y? Naja, nicht dieser eine Typ, aber die Wirkung da, dass alles umgekehrt ist, das. Weil ich hau da drauf. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich heute mein 3DS schrotte, wenn ich da drauf haue. Feuer sind. Ja, probieren wir es einfach mal. Ja, wir wissen's. Achso, einfach reingehen, oder? Was sagst du, Lady? Hör auf zu labern. Die labern manchmal so viel. Hallo, ich möchte mit dir reden. Oh, Überbrückung gehört. Obwohl, das ist jetzt nicht so optimal egal. Du da. Oh, Kundschaft, willkommen. Bla. Hier dreht sich alles um bla. Jetzt bla. Die Umkehrmaschine der Jahre-Erfindung irgendwie. Ich möchte kämpfen und nicht dir beim Labern zuhören. Ja. Ach, man muss nicht mir das tausendmal erklären. Estefan! Estefan! Haha! Pfiffchen! Okay, ich glaube, wir haben da nichts. Also, es wird alles neutral sein. Sierra. Oh, Level 20, das schaut jetzt nicht so gut aus. Setzen wir mal Anziehung ein. Das sollte doch knirschen, kann ich schon. Ah, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Das gibt's nicht. Warum denn? Warum passiert mir das in diesen zwei Let's Plays öfters? Ah, Mann. Okay, okay, okay. Okay, okay. Was ist jetzt? Wenn du meinst zu beißen, du kleines Fifian, dann zeige ich dir mal was. Ja, jetzt hast du Sky wütend gemacht und jetzt beiß ich dich. Ja, und du wirst jetzt sterben. Stirb! Mann, das nervt mich. Aber da. Jetzt ist schon alles im Popo. Naja, Unlicht ist ja jetzt neutral gegen Stahl, also ist es jetzt nicht so optimal. Aber wir können auch Beiß-Beiß. Wir können auch Beiß-Beiß. Elektro-Beiß-Beiß, so heißt die Attacke. Da sollte doch auch ordentlich reinziehen. Naja, geht so. Und Volltreffer sogar. Das war ein Volltreffer. Donnerblitz. Warum haben die so welche Attacken? Hallo? Das gibt's doch nicht. Sind die alle auf Drogen oder was? Das gefällt mir nicht. Amy, komm schon. Ah, wirklich. Doch kommt aber auch dazu. Hallo. Die muss sie. Ja, Blitzempfänger, Empfängerfänger, Dings. Amy, zeig mal, was du drauf hast.
Flying Breath ist jetzt nicht sehr effektiv, aber Elektroball, das sollte doch ordentlich abziehen. Aber ordentlich, sage ich dir. Na, habe es nicht gesagt. Gut gemacht. Streichel, streichel. Ich vergesse immer zu streicheln. Ja, ja, gut gemacht. Obwohl, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwie sich toll anfühlt, wenn man so einen Anzug streichelt. Und Maguita, was sollen wir da machen dagegen? Sollen wir... ich weiß nicht. Komm schon, Ricky, jetzt zeig du einmal... Obwohl, nein, das ist jetzt schlecht gemacht. Weil Kampf ist jetzt sehr effektiv gegen uns. Mann! Aber eine Attacke hältst du doch aus, oder? Jetzt setz einfach mal Zauberblatt ein. Das ist doch jetzt ziemlich riskant. Ah, das Donnerschlag. Boah, ey! Was soll das? Mann! Oh, irgendwie läuft's nicht. Es läuft einfach nicht in letzter Zeit. Ich bin in letzter Zeit ein schlechter Trainer. Ich muss von neu anfangen, ne? Von neu anfangen. Sich um die Pokémon zu kümmern, das reicht nicht alleine. Ich muss von neu anfangen. Das geht einfach nicht mehr so weiter. Wenn die immer K.O. gehen. Kommt schon! Oh, Mann! Aber wenigstens... wenigstens zeigen sie uns, wenigstens... da zumindest unser Amy zeigt, dass es hinter uns steht. Sonst hätte es ja kein Volltreffer gelandet. Doppelteam? Na, ich hab da wahrscheinlich eh kein Glück damit. Deswegen lasse ich's mal. Na, Unkermaschine gemeint. Aber wirklich, warum sind die so oft Drogen? Ja, Zitrusbeere kannst du mir in den Hintern schieben. Mann, das nervt. Das nervt nur, das sag ich euch. Aber wirklich, warum sind die so oft rum? Jetzt bin ich voll angefressen und das müsst ihr euch jetzt erleiden lassen, irgendwie so deutsch. Ja, jetzt bin ich voll debri, die ganze Folge lang, nur wegen dem. Ach, mein armen Pokémon, ich bin so schlecht. Ich muss mir das einreden, sonst kann ich das nicht ertragen. Hallo. Na, warum bist du denn so still? Hat dem Almosi dir etwa die Straße zerstragen? Würde mich nicht wundern, dass ich jetzt immerhin die größte Stadt in Kanto. Größte Stadt? Was ist mit der... da rechts oben? Mit der rechts oben. Wahrscheinlich da ist für euch rechts oben. Naja. Okay. Das ist schon keine Großstadt mehr. Das ist die Größtstadt. Die Größtstadt ist das. Was? Du bist irgendwie creepy. Ich bin der Märchenonkel. Ich habe eine sehr geistreiche Geschichte für dich auf Lager. Soll ich dir sie erzählen? Ja, mach das. Und um es epischer zu machen, halte ich mir das Mikro vor die Nase. Ja, kriegst du beim Anblick der untergehenden Sonne auch immer Heimweh? Ich hätte gedacht, du erzählst mir jetzt eine Geschichte und nicht Fragen. Naja, sag mir, untergehende Sonne... sagen wir mal nein. Oh, und noch was. Was meinst du, wie es am Meeresboden aussieht? Ich würde ihn gern mal mit eigenen Augen sehen. Und wenn es nur ein einziges Mal wäre. Du auch? Das hätte doch etwas, würde ich schon sagen. Ne? Also sagen wir mal ja. Oh, und noch was. Ich habe mir Wachsmalstifte in 120 verschiedenen Farben gekauft. Na, neidisch? Was soll das? Sagen wir mal, ja. Na, neidisch. Neidisch wäre ich nicht. Mir wäre es ziemlich egal, aber nein. Mir wäre es egal. Jetzt habe ich meine Munition erstmal verschossen. Danke fürs Zuhören. Eine U-Kraft? Was? Was soll das für Blödsinn sein? Ja, gib mir Ruhe. Ja, Innet, gib mir Ruhe. Was soll das? Ach ja, naja. Dieser komische Kauz da drin redet vielleicht abgedrehtes Zeug. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf seltsame Weise ist aber auch irgendwie witzig. Leute wie den vergisst man nicht so schnell.
Da gab es ja im Album vor diesen einen verrückten Typi, der dir was vorsingt. Das ist wahrscheinlich, der wurde wahrscheinlich jetzt ausgetauscht durch einen anderen verrückten Typi. Was sagst du dazu? Gib mir rum mit deinen O-Kräften. Das möchte ich nicht wissen. Das bringt mich irgendwie aus dem Konzept. Das sage ich euch. Weil wenn jemand das O-Kraft, du kannst anderen Leuten mit einem 3DS da O-Kraft verschicken. Hey! Das bringt mich aus dem Konzept, weil ich möchte mich da hineinfühlen und nicht, das ist jetzt so ein Spiel. Ich sag mal, machst du Achterbahnen und Fahrgeschäfte, bei denen man laut schreien muss? Naja, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, laut zu schreien, wenn ich sowas mache, aber es hat was, Achterbahnen oder sowas. Auch wenn ich kaum so welche Geräte gefahren bin in meinem Leben, aber es hat was. Dann sind wir auf derselben Wellenwelle und damit alle wissen, habe ich hier auch was ganz Tolles für dich. Freier Fall! Okay, gut. Da es lohnt sich, das alles zu erkunden und mit jedem zu sprechen. Und es macht auch ein bisschen Spaß, wenn du dir nicht ein bisschen, aber mit ein bisschen meine ich sehr. Eine Attacke einsetzen und das Meinung tragen. Ich glaube, die Entscheidung des Trainers bestimmte mir ein und mein. Naja, so weit soll es in Pokémon jetzt auch nicht kommen, dass Items das bestimmen. Aber Items sind ja nicht immer so zu verteufeln. Zum Beispiel Smash. Da ist es doch lustig mit Items. Allein wäre das ziemlich fad. Oder Mario Kart, da kann es schon ziemlich unfair werden. Ja, gib mir Ruhe. Du redest von so Tutorial-Zeugs und warum stehen hier zwei Leute? Hallo, willkommen im Supermarkt. Ich möchte aber nichts sehen von euch. Und was verkaufst du? Das muss ich mir merken. Und schön Geld farmen. Aber jetzt kaufe ich mir noch nichts davon ein, weil ich habe ja noch nicht so viel. Okay. Oben waren wir ja schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Geh verrecken, du da drinnen. Was sagst du dazu? Pokémon-Kämpfe sind natürlich ein wichtiger Bestandteil des Alltags eines Trainers. Aber wenn eins deiner Pokémon im Gefecht verletzt wird, musst du auch viel lieber wieder gesund liegen. Ja, ich weiß, weiser Mann. Weiser Mann, ne? Ich muss mich jetzt um meine Pokémon kümmern, die vorher K.O. gingen. Ja, naja. Und nicht herumschmollen, ne? So ist die Einstellung. Jetzt irgendwie ist die Steuerung hier jetzt bekloppt. Irgendwie ist das zu hoch für unseren Protagonisten? Ich möchte das Schild lesen. Höhns Haus der Prüfung, Kampfprüflinge, willkommen. Lauter Kämpfe heute. Ja. Nein, was willst du? Hallo. Hey, Trainer, einen Moment bitte. Du bist ein echtes Talent, das sieht man dir auf den ersten Blick an. Ja, das ist für dich. Greif einfach zu und schweig. Schweig, du Miststück, und nimm die Kamera, dass ich dich beobachten kann. Weil wir sind hier in Höhen und du wirst von jedem beobachtet. Tschüss. Ja, gib mir hoch. Das war so antiklimatisch. Okay, was sagst du? Was sagst du? Hat er sich dich belästigt, junge Dame? Selbst wenn du alle anwendest, was ich gelernt habe, ist die Kampfprüfung immer noch schwierig. Ja, im alten Frühling gibt es drei Orte, denen Pokémon Attacken beigebracht werden. Glück? Ja, warum redest du genau wie das Mädchen? Ich weiß nicht. Ich rede auch wie das Mädchen da drüben. Ja, Kampfprüfung. Das ist toll. Aber jetzt interessiert mich keine Kampfprüfung. Ich möchte Malbenfroh erkunden. Okay. Da sind wir auch schon raufgekommen. Wie können wir eigentlich da rein? Ich fühle mich so eingesperrt. Obwohl das da drinnen wahrscheinlich dann eingesperrt vom Gefühlslage her ist. Ich weiß, ich bin so gut im Deutsch. Ich soll Deutschlehrer werden. Naja. Okay. Da sollte doch irgendwo. Sollen wir? Ja. Zum ersten Mal. Wir müssen uns hinsetzen. Na, Blume, wie geht's dir? Okay. Hier sollte doch irgendwo. Okay, da ist da anscheinend die Zentrale des Überwachungsstaats hier. Aber können wir da hinauf? Was? Computererkennung fehlgeschlagen. Dieser Aufzug kann nur von Mietern der Resistenz Malbenfroh benutzt werden. Hoffentlich können wir da auch mal auf. Ja, wir kaufen uns das alles ein. Na, alte Dame, ich bin die dritte. Ja, gib mir Ruhe zum Schlottiberg. Naja, mal schauen.
wie es hier drinnen aussieht. Das hat jetzt so ausgesehen wie so ein Burger. An der Wand hängt ein Poster einer beliebten Geheimbasen. Joho! Geheimbasen. Im Brennpunkt. Ja, gib mir hoch. Oder da sind die, ja, das sind wahrscheinlich die ganzen Programme. Okay, okay, was hast du da zu sagen? Hey, du, sag mal, kennst du die Serie Höhenranger? Anscheinend schon, unser Protagonist, weil in Grafikmod gab es so eine Figur, so Höhenranger, und das hat so geklungen, dass unser Protagonist das haben möchte. Nein, ja, sag. Oh, echt? Du weißt gar nicht, wie sehr mich das freut. Ja, was ist das? Das ist Malvi. Malvi, wie süß. Das allseits beliebte Maskottchen. Hallo Malvi. Da wirst du dich beobachtet. Naja, jetzt nicht mehr. Die Höhenranger und irgendetwas. Ja, 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 gib mir hoch. Du, ich weiß, dass du das liebhaben willst, aber ich nicht liebhaben will. Ja, was soll das? Ich weiß doch nicht, aber das gehört auch dazu. Zahlreiche Werbeartikel, ne? Einzig sag's, hallo, ich möchte dich knuddeln. Wie meint sich das? Haben wir denn unser Zigsatz? Unser Zigsatz haben wir nicht dabei. Ist auch egal. Na, was hast du zu sagen? Wenn ich groß bin, will ich auch mal ins Fernsehen. Da rede ich dann mit meinem Pokémon über die tollsten Items, die mir einfallen. Schön für dich. Wie schaut's da drinnen aus? Hey, jetzt bin ich der Typ, der irgendwas umstellt. Diese Vorrichtung dient, ja, Bild- und Material-Dings. Ja. Naja, ich sehe mich in Zukunft eigentlich eher, der mit Menschen zusammen arbeiten möchte. Eher nicht zum, also im Beruf. Ich habe natürlich nichts dagegen, jetzt so mit einer Kamera zu reden oder sowas oder sowas. Das macht mir natürlich auch Spaß, aber wirklich so Beruf, dass ich dann jeden Tag stundenlang mache, ja. Ja, deswegen auch Lehrer. Vielleicht ändert sich das ja, aber ich möchte doch schon Lehrer werden, nee. Wir sind hier auf Klassenfahrt mit unserem Sozialkundlehrer. Sozialkunde, nicht Sozialkunde. Meine Mama wollte unbedingt, dass ich ihr ein Autogramm vom Moderator der letzte Schrei mitbringe. Ich habe schon das halbe Gebäude nach ihm abgeklappert, aber ohne Erfolg. Wo steckt der Kerl bloß? Das sitzt tief bei ihr, das sehen wir schon, ne? Ah, hast du schon Strillt-Strillpass aktiviert? Probier's mal aus, sonst mag ich dich nicht mehr. Ja. Das möchtest du nicht erleben. Hast du schon den Online-Knopf? Hör auf, Online-Knopf zu sagen. Das interessiert mich da nicht. Warum ist da eine Tür in der Tür drinnen? Ne? Ne? Warum ist eine Tür in der Tür drinnen? Eigentlich platze ich da rein, ohne mit der Frau da zu reden. Aber ihr stört's nicht. Oder willkommen bei Malven Froh TV. Alle Sendungen, du, die anfangen, tust hier. Und das ist überhaupt kein Überwachungsstaat hier. Also rede kein Schwachsinn. Ja, sonst müssen wir dich bestrafen oder beseitigen oder was auch immer. Naja. Beep, beep. Oh, ich habe eine neue Mitteilung auf meinem Video-Navi erhalten. Ich schau mir gleich, was Neues geben tut. Ja. Nach diesem Schock muss ich mich mal hinsetzen, ne? Und was labern die da unten? Ozeanmuseum. Ja, ja, die Nachrichten laufen. Die Nachrichten laufen gerade. Na? Oh mein Gott, jetzt bin ich der Moderator. Können wir uns da hinsetzen? Ja. Och Mann. Was steht da? Hier liegt ein Manuskript für einen Werbespot. Läuft bei... Was läuft dir bei altem leckerem Essen hier auf? Wasser im Munde zusammen? Oder willst du doch lieber noch ein kleines Gämpchen als Vorspeise? Bei uns in Gastromeile, Malvenfroh, schließen sich ein leckeres Menü und ein heißer Schlagabtausch nicht aus. Das würde man im Fernsehen sehen wollen, oder wie ich das gerade gemacht habe. Wir bieten dir beides Tag für Tag. Das gefällt mir jetzt, diese Sicht. Ja, ja, ich werde kein Pokémon-Trainer mehr. Ich mach das. Das ganze Let's Play lang. 500 Parts lang. Na, wie geht's? Keine Ahnung. Geht's hier eigentlich noch weiter, oder? Hallo, Kameramann. Oh, ein Tourist. Das Equipment hier ist sehr empfindlich, also fass bitte nichts an. Yay, das ist lustig. Nein. Warum haben die Türen eine Tür?
Das ergibt keinen Sinn. Naja, aber mehr können wir hier anscheinend jetzt noch nicht erkunden. Drauf können wir noch nicht. Und schauen wir mal nach links. Wo ist denn die Gastromeile? Da wollte unser süßes Heikolein hin. Okay, Heiko! Heiko! Ah. Och, bitte, Onkel, bitte! Ich will wissen, wie stark ich geworden bin. Dafür muss ich einfach in diese Arena antreten. In der Arena. Bitte, darf ich. Bitte, bitte, bitte. Mann, wie kannst du zu sowas Nein sagen? Also ist anscheinend der Onkel hier immer noch so bekloppt. Obwohl das... Naja, mal schauen, was er zu sagen hat. Warum musst du immer alles überstürzen, Heiko? Seit du dein Leben dem Pokémon widmest, geht es dir viel besser. Daran besteht kein Zweifel. Aber übernimm dich bloß nicht gleich wieder, indem du plötzlich in einer Arena antrittst. Du hast ihn vorher vorgeschlagen, im letzten Part mit dem Rad zu fahren. Ja, Pokémon-Kämpfe könnten eventuell anstrengend werden, aber Radfahren ist auch nicht gerade besser. Also, du weißt selber nicht, was du willst, alter Mann. Oh, ach, ich übernehme mich schon nicht. Solange Drassler mir hilft, besiege ich jeden. Hallo Heiko. Mann, so süß. Oh, hi Sebi. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Drassler und ich viel stärker geworden. Wow, hast du nicht mehr Freunde? Ja, das klingt jetzt irgendwie so asozial gerade. Hast du nicht mehr Pokémon bei dir oder Freunde gefangen? Das musst du dir auch angewöhnen. Alleine wird sehr schwierig, ne? Mir liegt viel daran, dass du und mein Onkel das verstehen. Ja, ich verstehe dich doch. Mach, was du willst, Heiko. Ich bin bei dir. Deshalb meine Bitte. Kämpf gegen mich, Sebi. Ja, wie kann man zu sowas Nein sagen? Vielen Dank. Okay, fangen wir gleich an. Ja, Heiko. Gib alles, Drassler. Wir müssen einfach gewinnen. Mann, ich mag Heiko. Ich mag ihn. Daran besteht kein Zweifel. Und er glitzert sogar. Er glitzert sogar. Trainer Heiko mit seinem Drassler. Was hast du da gerade in den Händen gehabt? Hast du da Handschuhe oder sowas an? Das muss ich mir später anschauen. Naja, mal schauen. Und Level 17 beide. Mal schauen. Sierra gegen Heiko Drassler. Nicht einmal, warum nennst du es Drassler? Und nicht deinen Spitznamen geben oder sowas. Oh. Oh, jetzt mache ich Anziehung. Sowohl das Pokémon als auch der Trainer. Das ist jetzt irgendwie creepy. Naja, okay. Du bleibst oder nein. Schlammbombe einfach mal. Wir wissen, unser Sierra, das hat ja Regulierung, heißt die. Dingsbums. Die Dingsbums. Deswegen ist alles normal, was unser Sierra-Line einsetzt. Ach man, Heiko. Sei nicht enttäuscht, wenn ich dich jetzt fertig mache. Sei nicht enttäuscht. Lern daraus. Es wird nur sehr schwer sein, mit einem Drassler alleine durch die Welt zu streifen. Ne? Oh. Oh, schau nicht so. Wow, Sebi, du bist so stark wie eh und je. Ja. Ja. Mann. Aber das musste sein. Aber es fühlt sich auch ein bisschen falsch an, wenn ich Heiko so verletze. Naja. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Sebi. Trainer zu sein ist echt keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Team einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu werden. Sei doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heiko. Was hält dich davon ab, nach und nach stärker und stärker zu werden? Naja, eigentlich hast du ihn gerade abgehalten, in die Arena reinzugehen. Er hat wahrscheinlich auch abgelost, aber er hätte wahrscheinlich gelernt daraus. Mal schauen. Aber ich bin bei dir, Heiko. Du wirst stärker, du wirst ein super Trainer, das sage ich dir. Richtig, nichts, außer ich. Mann, komm, lass uns nach Hause gehen. Da warten schon alle auf dich. In Ordnung. Sebi. Ich liebe dich. Komm schon, sag's. Ich werde viel, 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 viel stärker werden. Durch diesen einen Kampf ist mir so viel klar geworden. Ja! Komm schon, beim nächsten Mal zeigst du mir mal, was du drauf hast, ne?
Ich beginne zu verstehen, was ich Drassel und mir zumuten kann und was nicht. Und fang dir andere Teammitglieder, da sage ich dir, ja. Und deswegen möchte ich dich um etwas, was... Bitte erkenn mich als deinen... Oh, Mann, wie kann man da jetzt nicht... Oh. Ach, ich rede schon wieder viel dummes Zeug. Ja, viel dummes Zeug steht auch da. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Du bist mein Rivale und mein Freund. Ja, du bist alles. Du bist mein Schatz. Ich kann nicht anders, Bayaku. Bis demnächst. Mann, ich kann nicht anders bei ihm. Und es... Anhalten, Timer. Noch 4 Sekunden. Jetzt hat es sich gerade so angefühlt, wie so, ich muss eine Bombe entschärfen. Seht ihr mal, wie knapp das gerade war und ich habe gerade was umgestellt. Da, seht ihr das? 4 Sekunden. So knapp war das. Sonst hätte es bumm gemacht. Jetzt dämmert's mir so langsam. Das war echt knapp, Kleiner. Gut, dass du ein Experte im Entschärfen bist, ne? Du musst der Trainer sein, der sich damals um Aiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Dass aus Aiko so ein zuversichtlicher Junge geworden ist, verdankt er alleine dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Sag mir das so. Naja, es ist nicht viel, aber kommt von Herzen. Was denn? Zertrümmerer? Willst du meine Träume zertrümmern oder was? Keine Ahnung. Wenn dir unterwegs rissige Felsen den Weg versperren, wird dir die Attacke Zertrümmerer den Weg ebnen. So, ich verabschiede mich dann langsam. Schau bei Gelegenheit gerade mal bei uns in diesem Flur vorbei. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und Heiko natürlich auch. Ich würde mich auch freuen, nicht euch wiederzusehen, also du bist mir ziemlich egal, aber Heiko möchte ich wiedersehen. ja. Ja, ich kann nicht anders, ich mag Heiko. Wie schon gesagt, da ist irgendwie so ein Beschützerinstinkt und er wirkt auch irgendwie alleine. Er hat nur sein ein Pokémon, das ihn jetzt aufgemuntert hat, sonst ist er doch eher alleine. Und da muss ich bei ihm sein. Ja. Naja, sollen wir noch weiter erkunden? Ja. Nur noch dieses eigene gilt das zu erkunden und dann war's, glaube ich. Das war's dann, glaube ich, oder? Weil rauf können wir noch nicht. Na, was sagst du? Der erste Stock dieses Gebäudes ist ein Reward zu Residenz. Wie man da wohl eine Wohnung bekommt? Wahrscheinlich nur mit einem ordentlichen Portion Vitamin B, wie ich immer meme. Obwohl, hier sind auch lauter Geschäfte. Sollen wir uns das noch antun? Wie viele Geschäfte gibt es hier noch? Obwohl, Gastromeile gibt es auch noch. Nein, da schauen wir im nächsten Part. Ach, wir müssen uns hinsetzen. Oh, Mann, ich mag Heiko einfach. Ich kann's einfach nicht anders. Naja. Okay. Was haben wir heute gelernt? Heiko... Nein. Unser Dango hat die gleiche Farbe wie Heikos Haare. Heißt das, bist du Heiko? Oh mein Gott, du wirst jetzt nie wieder losgelassen. Naja, keine Ahnung. Ciao, ciao. Heiko, ich liebe dich.